So, grüß Gott und willkommen. Ihr seht jetzt schon hinter mir, die Haube vom 107er ist offen. Das heißt, wir werden uns im heutigen Video wieder mit der Baureihe 107 beschäftigen. Und zwar wollen wir heute mal schauen auf die Kühlwassertemperatur in unserem Kombi-Instrument richtig vorne im Cockpit angezeigt wird. Das heißt, was müssen wir überprüfen, um überhaupt herauszufinden, ob der Wert, der vorne im Cockpit angezeigt wird, auch der Temperatur vom Kühlwasser im Motorraum entspricht. Und wie man das genau macht, das klären wir alles nach dem Intro. Zwei Bauteile sind eigentlich für die korrekte Anzeige von dem Kühlwasser verantwortlich. Einmal die Anzeige, das Anzeigeinstrument vorne im Cockpit und der sogenannte Messfühler für das Kühlwasser im Motorraum hier selber. Und damit man hier jetzt am M117 Motor besser hinsieht, müssen wir erstmal den Luftfilterkasten wegschrauben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich den schon weggeschraubt habe. Ich glaube 100 Mal reicht nicht. Dann nehme ich hier wieder mein 10er Aufsatz, um hier die zwei Schrauben zu lösen. So, den Luftfilterkasten haben wir jetzt abgenommen und jetzt sehen wir auch an unseren Temperaturfühler hin. Wir haben hier einen M117 Motor, bei den M116 und M117 Motoren befindet sich der Temperaturfühler hier vorne in der Nähe vom Kühlwassergehäuse. Bei den M103 Motoren ist er an der Stirnwand hinten, aber hier in unserem Fall ist er jetzt hier vorne und wir sehen jetzt direkt auf unseren einpoligen Temperaturmessfühler, der dann auch im Schaltband mit B13 gekennzeichnet ist. Zusätzlich bei den KE-Motoren habe ich zwei Temperaturfühler, einmal der B11 und einmal der B13. Der B13 ist aber ausschlaggebend für die richtige Anzeige von der Temperatur vom Kühlwasser vorne im Kombi-Instrument. Wenn ihr den Eindruck habt, dass die Kühlwassertemperatur falsch angezeigt wird, das heißt, entweder zu niedrig ist oder zu hoch ist, dann lohnt es sich durchaus mal, die Prüfschritte hier durchzuarbeiten, um zu schauen, ob der noch richtig funktioniert und richtig arbeitet. Und die einzelnen Prüfschritte machen wir jetzt peu à peu durch. Dann könnt ihr das bei eurem Fahrzeug auch dann selber durchführen. So, im ersten Prüfschritt ziehe ich hier diesen einpoligen Stecker hier ab. Und jetzt gehe ich in den Innenraum, schalte die Zündung ein und die Temperatur muss bei 40 Grad bleiben im Kombi-Instrument. So, wir sitzen jetzt im Cockpit hier drin. Der Stecker ist vorne abgezogen. Es ist alles nur aus. Hier drüber habe ich meine Kühlwassertemperaturanzeige. Und wenn ich jetzt die Zündung einschalte, muss die Temperatur unterbleiben bei 40 Grad. Und das macht es jetzt auch. Also der erste Prüfschritt wäre somit schon erledigt. So, der erste Prüfschritt haben wir jetzt erledigt. Wenn der Stecker abgezogen ist und wir vorne die Zündung einschalten, bleibt die Temperaturanzeige bei 40 Grad stehen. Sie geht nicht hoch. Und jetzt im nächsten Prüfschritt lassen wir den Stecker abgezogen, verbinden den Stecker einfach mit einem Kabel und legen das andere Ende vom Kabel an Masse. Da kann ich hier mal anstöpseln. So, dann stellen wir hier Verbindung her und jetzt gehen wir wieder ins Cockpit und schalten wieder die Zündung an und dann müsst ihr jetzt, wenn alles richtig funktioniert, die Temperaturanzeige hochschneller auf über 120 Grad. So, zweiter Prüfschritt, wir sitzen wieder im Cockpit und haben jetzt den Stecker mit Masse verbunden vorne im Motorraum und ich schalte jetzt wieder die Zündung ein und wie man jetzt sieht, springt die Anzeige jetzt ganz hoch auf über 120 Grad. So, wie man jetzt sieht, hat der Temperaturfühler diesen Test jetzt auch bestanden. So, das war es jetzt im Prinzip schon wieder zur Überprüfung vom Temperaturfühler B13 im Schaltplan so bezeichnet. Hier gezeigt am 560 SL, am Motorebeispiel M117. Bei den M116 und M117 Motoren befindet sich der Temperaturfühler, wie vorher schon erwähnt, in der Nähe vom Thermostatgehäuse. Beim 300er SL, beim M103 Motor
etwas weiter hinter, in der Nähe vom Mengenteiler an der Stirnwand. Dort befindet sich es beim M103-Motor. So, man könnte jetzt noch weitere Prüfungen machen. Wenn man jetzt einen Widerstand parat hat, könnte man zwischen Temperaturmessstecker und der Masse könnte man noch einen 68 Ohm Widerstand dazwischen schalten. Dann müsste die Temperatur vorne im Kombi-Instrument ca. 80 Grad anzeigen. Und wenn ihr einen 33 Ohm Widerstand dazwischen klemmt, müsste die Temperatur 100 Grad Anzeige. Der Temperaturfühler ist ein sogenannter NTC. Wir hatten das auch schon mal in dem Video, wo es darum ging, um den Temperaturfühler im Innenraum für das Mono- oder Duo-Ventil der Heizung. Da hatten wir auch einen NTC, also einen Widerstand mit der negativen Temperaturkoeffizient. Das heißt, bei höheren Temperaturen leitet er den elektrischen Strom besser und zeigt dadurch einen geringeren Widerstand an. Ich blende euch jetzt im Abspann noch eine Tabelle ein, da könnt ihr noch genau sehen, welcher Widerstand angezeigt werden muss, bei welcher Kühlwassertemperatur, dass ihr mal so einen Richtwert habt, wenn ihr mit dem Multimeter das Ganze durchmessen wollt und die verschiedene Temperaturrange dann abbilden wollt und dann immer schauen wollt, ob das Messgerät dann auch den richtigen Widerstand anzeigt. Wenn ihr das Ganze nur nachlesen wollt, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aber ich denke mal, jeder, wo hier zuschaut und 107er fährt, ist auch im RC 107 Club sowieso Mitglied. Und in der aktuellen Ausgabe findet ihr darüber auch einen Artikel, wie man das Ganze prüfen kann, was auch heute im Video dran kam. Der Club an sich hat auch einen YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung auch mit rein. Das lohnt sich absolut mal da vorbeizuschauen, ein Abo dazulassen, ein paar Videos einfach mit dem Daumen nach oben zu versehen. Das sind ganz interessante Beiträge und schöne Filme, was der Club da hier auf YouTube hochstellt. So, dann hoffe ich, das Video war heute wieder informativ für euch. Ihr konntet was mitnehmen und mir würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.